Zunächst Kenneth Gagnes und dann Peter Preotz. Wobei Kenneth Gagnes auch noch knapp dran ist in diesem Paket mit Freund und Kraft. Der Vorsprung von Gagnes auf Stefan Kraft, das war nur ein Punkt. Deswegen. Das ist aber vom Tischgurt weggekommen. Ja, der bleibt sogar vor Severin Freund. Und setzt mit dem Sprung, mit Sicherheit, auch Peter Preotz noch einmal unter Druck. Ja, der war richtig gut. Jetzt im Gegensatz zum ersten hat er jetzt keinen Skifehler mehr gehabt. Ist nicht auf die linke Seite abgedriftet. Schnell reingekommen. In die Flugposition. Es werden heute 5 Norweger unter den besten 8 dieses Springens landen, Martin. Ja. Chapeau. Traum. Genauso muss ein Skispringer in der heutigen Zeit fliegen, wie er jetzt geflogen ist. Ich würde sagen, damit bringt sich Kenneth Gagnes auch bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in eine absolute Favoritenposition. Ein bisschen übermütig noch. Ja, bei sowas passiert, bei so einem Plätzchen passiert normal immer was. 141 Meter, der erste Sprung über die 140 Meter Marke in diesem zweiten Durchgang. Das ist natürlich Rang 1 für Kenneth Gagnes, der heuer einmal schon gewonnen hat in Lillehammer. Dritter war in Engelberg, zweiter in Garmisch-Partenkirchen und dritter in Innsbruck. Wird